Selbstliebe-Challenge oder die Manifestations-Challenge einsteigen. Dann ist erstmal wieder 3 Monate Feierabend. Ja, heute haben wir echt eine Mail aus der Beziehungshölle. Die ist, oh Gott, die ist sehr kurz, aber die ist wirklich schlimm. Auch das, was mir schon lange ein Riesendorn im Auge ist, diese pseudo-buddhistischen Menschen, wie gesagt, überhaupt nichts gegen Buddhismus, gar nicht, aber die das so benutzen, dieses oder auch spirituelle Themen benutzen, um Leute einfach Gas zu leiten des Todes irgendwie. Und das ist wirklich so eine schlimme E-Mail, also wirklich von Andrev Goulart, und sie schreibt: Nur auch solche Mails schreibe jetzt gedungst über ein Formular auf liebische.de. Hallo, ich bin schon seit einiger Zeit von meinem Partner getrennt. Dennoch haben wir immer wieder Kontakt gehabt, auch sehr intim. Ja, also wenn ihr nicht fein damit seid, mit sage ich auch immer wieder, mit so unklaren Situationen, dann lasst euch nicht drauf ein, so, ne? Das ist, also wenn, so ein Commitment ist ja auch immer ein Schutz, sage ich mal, dass nicht aller mögliche anderer Kram entsteht, und wenn man nicht offiziell zusammen ist, öffnet natürlich Tür und Tor dafür, logischerweise, dass so eine andere Person mit x anderen Sex hat und was weiß ich, und kann man noch nicht mal sagen, ja, also vor allem, wie man noch so viel Gefühle hat, und ein Ex ist ja auch ein Ex aus dem Grund, und den sollte man dann auch aus dem Leben verbannen, so ist meine Meinung, ne? Aber gut, ist wie es ist. Vor geraumer Zeit bin ich allein im Urlaub gewesen, und als ich zurückgekommen war, war er der erste Mensch, den ich angerufen habe, und wir haben uns am Tag meiner Rückkehr getroffen und haben eine sehr innige Nacht miteinander verbracht. Vermute mal, wenn wir jetzt die Vorgeschichte wüssten, würden da wahrscheinlich die Red Flags entgegenfliegen, aber hast du uns mal erspart hier. Da er sehr einfühlsam, liebevoll war und noch spät nachts zu mir kam, ja, wahrscheinlich, weil er Bettsport wollte, aber gut, ich habe die E-Mail schon einmal gelesen. Also sie ist echt aus der Hölle, ey, wirklich. War bei mir wieder die Hoffnung aufgeflammt, dass er noch die Beziehung mit mir möchte. Nee, dann wäre er zusammen mit dir, so, ne? Und würde es auch sagen. Und ich seine Seelenpartnerin. Sorry. Bin, Leute, wenn ihr Seelenpartner hört, bitte, bitte, bitte lauft so schnell ihr könnt weg. Das ist also wirklich das erste Zeichen für Toxic des Todes. So, am nächsten Morgen saß er in meiner Küche und meinte, er müsse mit mir sprechen. Er hat meine Hände genommen und mir gestanden, dass er gerade eine Frau kennenlernt. Ja, ich war so schockiert, dass ich meine Zähne zurückziehen wollte. Ja, nett, wenn man gerade Sex hat. Aber gut, das passiert halt, wenn man nicht offiziell zusammen ist, so, ne? Also bis hierhin würde ich auch noch sagen, okay, ihr habt euch weiter drauf eingelassen auf diese Nacht, aber seid nicht zusammen. Gut, ist vielleicht nicht unbedingt schlau, aber egal. So, aber jetzt kommt der Schocker. also, ich war so schockiert, dass ich meine Hände zurückziehen wollte. Er hat sie festgehalten und gesagt, der Schmerz, den ich jetzt fühle, ist haargenau der Schmerz, der meine Schatten sind. Und an denen ich zu arbeiten habe. Oh, das ist so schlimm, das Gaslighting, wirklich. So schlimm. Oh, das ist diese ganze Schiene. Ich meine, ich habe wirklich nichts gegen wirklich geerdete, vorsichtige Spiritualität. Ich habe nichts gegen Buddhismus. Aber wenn das so benutzt wird, um Leute fertig zu machen, ne, dass du wirklich sagst, wenn dir irgendein Scheiß passiert, dass du sagst, ja, das hast du dir gerade selber manifestiert, du Dummi, irgendwie so. Oder wenn du gerade einfach scheiße behandelt wirst in der Beziehung, wenn dann gesagt wird, du, wenn dir das jetzt was ausmacht, das sind deine Schatten, was habe ich damit zu tun irgendwie? Das ist Gaslighting aus der fucking spirituellen, psychologischen, buddhistischen Hölle. Und das ist einfach eine Dreckskommunikation. Sorry, muss ich einfach mal ganz klar so sagen. Und weil das ist so, also ich sag's ja nochmal, so, du gehst auf die Straße, ja? Du suchst dir irgendeine x-beliebige Person auf, ne? Kotzt ihr vor die Füße, sagst ihr, du bist hässlich wie die Nacht, du bist einfach schrecklich, du bist ein schrecklicher Mensch, kenne ich zwar nicht, aber ich spüre das hier. So, diese andere Person ist offended, verletzt, und dann sagst du, ja, du, das hat es mit mir zu tun, du musst doch an deinen Schatten arbeiten, weil wenn dir das was ausmacht, wenn ich dich jetzt hier beleidige auf der Straße,
ist doch dein Problem, ne? Sind doch deine, Gefühle, ne? Ich bin einfach nur honest, ne? Was ich so wirklich denke. So, das ist, das sehe ich gerade sehr häufig, vielleicht sehe ich das nur sehr häufig, wieder diese sehr egozentrische Sichtweise, was habe ich mit deinen Gefühlen zu tun, auch wenn ich sie gerade verletzt habe. Also in so einer Welt möchte ich nicht leben und was das so mit Buddhismus zu tun hat. Ich kriege das aber komischerweise, kriege ich ganz überzufällig häufig solche E-Mails mit irgendwelchem pseudo-buddhistischen, also ich bin sicher, dass es nichts mit Buddhismus zu tun hat, Kram irgendwie, was weiß ich, dass jemand, weiß ich nicht, alle Frauen angrebt in irgendeinem Zentrum und wenn man dann sagt, hey, finde ich nicht so cool, ja, was willst du eigentlich, dein Ego, ist doch dein Ego, was habe ich mit deinem Ego zu tun, ist mir doch alles scheißegal. Und also, aber da ihr nicht zusammen seid, ist es natürlich, hat es so eine gewisse Subtilität, dass man schon denkt, ja, okay, aber das ist einfach, wie gesagt, bis dahin, dass er sagt, ja, scheiße, ich habe mich jetzt auch auf eine Nacht mit dir eingelassen, aber irgendwie, ich war horny, aber ehrlich gesagt, ich lerne gerade jemand anders kennen. Also bis dahin ist dumm gelaufen, aber würde ich dann auch sagen, okay. Aber wenn das dem anderen dann wehtut, dann zu sagen, du, das ist dein Schatten und sorry, das zeigt jetzt gerade, wie, was mit dir nicht stimmt. Oh, Leute, was ist mit der Welt los, ey? Wirklich. Manchmal denke ich, ich muss mal irgendwie ein Jahr lang nur nette, konstruktive E-Mails lesen. Aber es ist ja nicht nur diesen Mails. Ich finde es, also ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe so das Gefühl, wir sind gerade wieder in so einer, aber vielleicht ist auch nur meine Wahrnehmung, in so einer Ego-Blase, dass wieder jeder denkt nur noch an sich. Und aber vielleicht kommen ja mal wieder andere Zeiten. Es hat mich so verletzt. Ja, das ist dein Schatten. Ich, also, was hat er damit zu tun? Und ich habe nicht verstanden, dass jemand, der schon zwei Wochen drüber nachdenkt, wie er mir sagt, dass er eine Frau kennenlernt, dann so vorgeht. Wie gesagt, rund um Sexualität passieren alle möglichen komischen Sachen. Ja, also viele würden nochmal mit dem Ex schlafen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Wie gesagt, da würde ich auch ein bisschen sagen, okay, wenn ihr getrennt seid, muss man eigentlich mit sowas rechnen, so, ne? Und das würde ich jetzt, gut, könnte man jetzt auch in einer, man könnte sich jetzt auch vorstellen, dass du vielleicht sagst, okay, bevor wir hier wieder ins Bett hüpfen, lernst du eigentlich gerade jemanden kennen, so, ich weiß jetzt nicht, wie ihr sonst miteinander wart, so, ne? Aber wie gesagt, dass sowas passiert, kann ich mir noch irgendwie, ich kann mir alles herleiten, aber kann ich noch irgendwo nachvollziehen, aber einem dann so einen Spruch reinzudrücken, das ist schon echt dickes Ding irgendwie, ne? Das ist echt ein ganz dickes Ding, ja. Ich hatte den Kontakt abgebrochen und bin dabei ihm auf Unverständnis gestoßen, da er mir ja nur seine Gefühle mitteilt. Ja, das ist, wie gesagt, das ist so eine Art, ich nenne das immer so spirituelles Gaslighting, weil du kriegst irgendwie was reingedrückt, was erst auf den ersten Moment irgendwie so logisch scheint, so, was habe ich mit deinen Emotionen zu tun, die hast du ja. Aber wenn man sich, wie gesagt, mal andere Situationen ausdenkt, wo das dann auch, die ich ja eben geschildert habe, wo das auch zutreffen würde, dann merkt man, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. da er nicht drüber nachdenkt, wann ein passender Moment ist, um sensible Themen zu besprechen. Ja, und das heißt eigentlich, ja, dass er nicht empathisch ist so und merkt, dass es vielleicht, dass er sich nur um sich dreht, so, ne? Und da er ja den buddhistischen Weg geht, Leute, was hat das mit Buddhismus zu tun? Wenn ich völlig unempathisch jemand irgendwie einen echt fiesen Spruch eindrücke, was sagt mir, was das mit Buddhismus zu tun hat? Vielleicht kann es mir irgendjemand erklären, ich weiß es nicht. Also da frage ich mich wirklich, also wenn, weiß ich nicht, manchmal denke ich mir echt, man sollte sich von allen Leuten, die meinen, dass sie irgendeiner Religion folgen sollten, muss ich einfach fernhalten. Aber ja, das ist jetzt übertrieben. Nee, kann man jetzt überhaupt nicht, kann man nicht so sagen. Aber tummeln sich da schon viel, viel toxisch so, ne? Manchmal stelle ich mir die Frage, ob ich falsch bin. Ja, das ist ja immer, wenn man so gegaslightet wird, ne? Weil ich den Kontakt nicht mehr möchte, da ich unsere Verbindung als hochtoxisch ansehe. Also allein dieser Ausschnitt ist für mich mega toxisch. Also wenn das eure Beziehung widerspiegelt, ja, dann solltest du wirklich definitiv auf Null Kontakt gehen, so.
Und nicht das Gefühl habe, dass ich nur eine unverbindliche Übergangsbeziehung bin. Wie siehst du das? Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ja, das glaube ich dir sofort. Ja, ich denke, dass das einer dieser Menschen ist, die. Ich weiß, ich kenne ihn jetzt nicht, aber wo ich mir vorstellen könnte, dass der gar nicht in der Lage ist oder auch gar nicht will, monogame Beziehungen zu führen, sondern dass der einfach ganz viel Bestätigung, Excitement braucht, ein bisschen Versöhnungsex hier, dann wieder, ja, wieder so, guck mal hier, da, ich habe jemand anders. Wie geht's denn jetzt damit, dass ich jemand anders habe? Oh, es tut dir weh. Ach, sowas, das gibt's auch gar nicht. Und ach, kann ich jetzt mal wieder mit dir Sex haben? Und dann, also, man muss sich ja immer fragen, ich denke da immer an Eckhart Tolle so, ne? Und man kann ja mit diesem Schmerzkörper und der hat ja auch viel zu Bewusstseinsprozessen und es gibt da vielleicht eine gewisse Nähe zu vielleicht buddhistischen Themen, weiß ich nicht, immer so an Meditation denkt und so. Hat jetzt dieser Mensch so seinen Schmerzkörper im Griff, wenn er dir so wehtut? Frage ich mal nur für einen Freund so. aber also ganz ehrlich, lass dich da nicht ins Boxhorn jagen. Also wenn du das Dreck findest, dann findest du es Dreck und das ist, lass dich da nicht. Also wir haben einfach nichts anderes als unsere Wahrnehmung und er beharrt ja auch auf seiner Wahrnehmung. Also du kannst mindestens du auch auf deiner Wahrnehmung beharren, dass du es Dreck findest, so, ne? Und lass dich da nicht auf Diskussionen ein, der labert dich da womöglich wieder zurück. Also das. Oh Leute, ey, ich kann das manchmal nicht mehr. Das ist echt, das ist so schlimm. Alles klar. Ja, was denkt ihr dazu in diesem Sinne? Wir sehen uns bald wieder. Schickt mir auch gerne mal Erfolgsmails. Ich weiß, wenn man seine Sachen bewältigt hat, dann ist man einfach froh, dass man nichts mehr mit zu tun hat. Aber schickt mir das gerne. Oder auch alle anderen Sachen, die ihr mich mal fragen wollt oder so. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.